Ich bin hier, Leute. Ein Glück, dass ihr auf einem massiven Vorsprung gelandet seid. Ist jemand verletzt? Unsere Lebenserhaltungssysteme sind aus. Und wir können etwas Luft gebrauchen. Sieh dir mal den Auslass des Wärmetauschers an. Der muss kaputt gegangen sein. Ja, ich kann ihn sehen. Die Abluftschläuche sind total verheddert. Sekunde, ich will mal sehen, was ich tun kann. Okay, die Lebenserhaltungssysteme laufen an. Danke, Jim, du hast uns gerettet. Okay, Leute, haltet durch. Die Rettungsteams sind bald hier. Danke, Neuer. Ich mag dich jetzt schon mehr als Lavosch. Hi, Gracie. Hab deine Nachricht bekommen. Und die Musik. Super Idee, danke. Ich bin da. An einem Stück wäre übertrieben, aber wir haben's geschafft. Mir geht's gut. Ich gewöhne mich ein. Ja, alles kein Grund zur Sorge. Wir gewöhnen uns wohl besser dran. Schreib mir weiter, okay? Erinnere mich dran, warum ich das hier mache.
Ich vermisse dich. Thank you.
Sie müssen die Coronis mit Nachschub versorgen, indem Sie Thermalvorkommen selbst suchen, T-Stationen aufstellen und anzapfen, wenn sie voll sind. Wenn Sie das regelmäßig tun, verdienen Sie immer mehr. Verstanden, Boss. Diese Arbeit ist perfekt für mein Tempo. Und so ging das über Wochen, Monate, bis das Außergewöhnliche zur Normalität geworden war. Mit der Kälte und den Monstern fertig zu werden, wurde zur Routine. Packend und surreal, aber Routine. Ich blieb nur bei Verstand, weil ich nicht zu sehr über das nachdachte, was ich sah und tat. Manchmal war es schon ziemlich einsam draußen im Ödland. Doch Musik und die wöchentlichen Nachrichten von meiner Frau leisteten mir Gesellschaft. Ich verdiente Kohle ohne Ende und sahnte tolle Aufträge ab, alles nach Plan. Ich freundete mich mit der Crew an. Die waren einfach in Ordnung. Sogar La Roche hatte trotz aller Arroganz seine lichten Momente. Ich wurde Braddocks Mann für alle Fälle. Das hatte seine Vorteile. Doch manchmal kam man, wenn man den Anruf bekam, in die seltsamsten Situationen. Jede Menge. Der Harmonisierer hat fast keinen Saft mehr. Jetzt würde ich mir wünschen, dass einer Kride angreift. Wo war ich gerade? Irgendwas über den Anruf. Genau. Also weißt du, wie schwer das ist, mit anderen Welten zu kommunizieren? Damals hatte Nevek eine Notlösung, einen Antennenverstärker auf dem höchsten Gipfel der Umgebung, damit uns Mama möglichst gut hört. Das ist unsere Nabelschnur. Vor 2 Stunden wurde sie gekappt, wir wissen nicht warum. Wir können nicht mehr von diesem Planeten senden oder etwas von außen empfangen. Vielleicht hat ein Akride das Ding zerlegt. Immer wieder erwarten Sie von mir, dass ich mit einem Mech ohne Waffen gegen Monster kämpfe. Wissen Sie, wie viel von meiner Kohle ich für Reparaturen vergeude? Ich will Knarren an meinem Mech, eine einfache Chain Gun. Mir sind die Hände gebunden. Nevek-Richtlinie. Ja, Baufahrzeuge dürfen nicht bewaffnet werden, aber ich meine in diesem Fall... Kein Aber. Ich setze diese Operation hier nicht aufs Spiel, weil Sie die Nerven verlieren. Es heißt nicht ohne Grund Gefahrenzulage. Kommen Sie. Hey, Boss. Der Kommsat ist aus. Soll ich eben zur Verstärkerstation und ein paar Mal kräftig gegentreten? Ich habe eben mit Mr. La Roche darüber gesprochen. Er hat Vorbehalte gegen Kontakte mit der lokalen Fauna. Ja, also ich will niemandem den Auftrag wegnehmen. Nein, nur zu. Bitte lass dich umbringen. Es sei denn, ich kriege das Doppelte, meine ich. Abgemacht. Was? Ich bin zum Abendbrot wieder da. Mr. Payton, hier spricht Dr. Kovac. Können Sie mich hören? Laut und deutlich, Doc. Und du sollst mich duzen und Jim sagen. Wie Sie wollen, Jim. Ich hatte gehofft, Sie würden mich in meinem Labor besuchen, sobald es die Umstände und die Logistik erlauben. Ach, und ich glaube, ich sollte erwähnen, dass auch eine Vergütung im Spiel ist. Du hast also einen Job für mich. Ich dachte, das hätte ich erschöpfend deutlich gemacht. Oh, aber sowas von. Ich komm bald mal vorbei, Doc.
Der spuckt mir demnächst auf den Kopf. Stand by. Erinnern Sie sich noch an den Fragebogen mit 800 Seiten, den wir ausfüllen mussten, bevor wir hierher kamen? Wie zur Hölle hat Kovac den Persönlichkeitstest geschafft? Der hat doch beschissen. Haben Sie mit dem mal geredet? Wenn ich seine Riesenbirne sehe, stelle ich mir vor, wie da ein kleines Alien drin sitzt und ihn bedient. Oder eine superintelligente Laborratte. Dr. Roman und ich hatten sicher unsere Differenzen. Doch ich frage mich, wie es ihr wohl da draußen ergeht. Ein Leben jenseits der Basis, in der weißen Wüste, wie ein Bergmensch. Eine übertriebene Reaktion, aber sie war ja nie ein Freund halber Sachen. Der Kontakt mit extremer Kälte verringert die Blutzirkulation und lässt die Blutgefäße sich zusammenziehen, wodurch sich das Gesamtvolumen des Kreislaufsystems verringert und der Blutdruck steigt. Deshalb versucht der Körper, das Flüssigkeitsvolumen zu reduzieren, indem er überschüssiges Wasser ausscheidet. Mit anderen Worten? Wenn einem kalt ist, will man pinkeln. Aha. Besten Dank auch. Keine Ursache. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, wurde mir die Aufgabe übertragen, aus Thermalenergie eine zuverlässige und kosteneffiziente Energiequelle zu machen. Bedauerlicherweise ist T-Energie aus subterranen Quellen zwar in ausreichenden Mengen vorhanden, um den Betrieb der Koronne sicherzustellen, verfügt jedoch über einen Reinheitsgrad, der sie für die ambitionierten Experimente, die wir durchzuführen gedenken, gänzlich unbrauchbar macht. Also, das Zeug, das wir aus dem Boden holen, das ist nicht gut genug für die Wissenschaft. Wenn Sie mich paraphrasieren müssen, um mich zu verstehen, dann ja. Jetzt hören Sie zu, die Akriden. Es gibt gewaltige Unterschiede, was die Reinheit ihrer T-Energie angeht. Manche sind von vielversprechender Reinheit, vielleicht sogar für unsere Zwecke ausreichend. Ich benötige eine Übersicht lokaler Akriden, Proben ihrer T-Energie in der Hoffnung, dass wir einen mit einer Komposition finden, die rein genug ist. Du willst also im Grunde, dass ich Akriden umlege? Ja, ich habe die Hoffnung, mir ihre bemerkenswerte Effizienz als Killermaschine zunutze machen zu können. Lassen Sie uns mit den Sepien beginnen, diesen elendigen Kreaturen, die unsere Ankunft hier so unerfreulich gestaltet haben. Wenn Sie vielleicht etwa 20 töten und Proben ihrer T-Energie sammeln könnten, so sollte ich einen Reinheitsindex anhand der vertikalen Analysen von... 20 Akriden töten und dir den Saft bringen? Das war's? Schon unterwegs? Ich zeige Ihnen auf der Karte, wo Sie die laut der letzten Sichtungen und Migrationsmuster am besten finden. Und wenn Sie endlich stillhalten, baue ich einen Schnüffler an den Tank Ihres Anzugs an. Der sammelt nach einem Abschuss automatisch Proben von T-Energiepartikeln in der Luft, damit Sie nur noch schießen müssen. Welch bedauerlicher Mangel an Interesse.
Weißt du, wie schwer es ist, eine warme Mahlzeit hier backen? Und schön was essen, bevor du abhaust. Brauchte was, das ihn von der Kälte ablenkt. Ich habe ihm die Gitarre meines Bruders gegeben. Für jemanden, der nie Unterricht hatte, ist er verdammt gut. Hör mal zu. Willkommen zurück! Nett. Die langt jetzt noch mehr hin. Man sieht sich. Cool. Was sollen wir heute machen? Bis nächstes Mal, Boss. Zusammengebraut, damit ein Mech nicht in jedem Sturm einfriert.
friert dir dein Mech da draußen nicht sofort ein. Aber du bist nur bei Stürmen unter der Kardinalklasse geschützt. Verstanden? Alles darüber, keine Garantie. Hey Baby, kurze Nachricht und mach dir keine Sorgen, aber anscheinend verliere ich so langsam den Verstand. Ich habe heute Morgen fast 20 Minuten damit verbracht, einen Hut zu suchen, den ich auf dem Kopf hatte. Diese Woche habe ich die Schlüssel in der Tür gefunden, außen natürlich, die Schuhe in der Dusche und die Zahnbürste im Kühlschrank. Denn du weißt ja, wie wichtig die Mundhygiene ist. Aber im Ernst, was ist nur los? Wenn der Kleine nicht telekinetisch begabt und böse ist und die Dinge mit Gedanken bewegt, um mich irre zu machen, dann ist deine Frau mental instabil. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Tja, ich hab die Lage voll im Griff. Ich weiß auch nicht. Lieb dich. Hey Baby, kurze Nachricht und mach dir keine Sorgen, aber anscheinend verliere ich so langsam den Verstand. Ich habe heute Morgen fast 20...
Stand by. Hm? Ah, ja. Meine Proben. Hier die Belohnung. Spezialmunition für ihr Sturmgewehr ist ein Hobby von mir. Ich reiche das Rezept an den Quartiermeister weiter, damit sie auch weiterhin damit versorgt werden. Laden Sie damit Ihre Schusswaffe und vielleicht brauchen Sie das nächste Mal nicht mehr so lange, um Ihre Quote zu erfüllen. Die Proben, die Sie gebracht haben, sind wertlos. Die T-Energie der Sepien ist nicht rein genug. Also, suchen Sie weiter. Die T-Energie anderer Akriden ist vielversprechender. Verarbeitung. Die Rechnung.
schockiert. Sorry, dass ich dich bei der Arbeit störe, aber ich finde, du könntest auch mal den Müll rausbringen. Okay, das war furchtbar. Hey, Schatz. 6 Monate sind schon rum, unglaublich. Ich sollte mich dran gewöhnt haben, habe ich aber nicht. Vor allem Hank nicht. Er schläft nie so ein, als hättest du ihn zugedeckt. Offenbar hast du da das bessere Händchen. Wer hätte das gedacht? Spricht. Was zur Hölle? Ach, komm schon. Thank you.
Hey, Schatz. Ich warte wieder einen Sturm ab. Kam aus dem Nichts, als ich im South Valley war. Hab's kaum bis zum Mech geschafft. Das mag sich jetzt idiotisch anhören, aber ist verdammt kalt hier. Kein Vergleich zum Winter in Michigan. Ich habe heute Morgen tief Luft geholt und mir sind alle Haare in der Nase eingefroren. Immerhin ist die Luft sauber. Doch so gern ich sagen würde, ich gewöhne mich so langsam an die Kälte. Leider nicht. Seit ich an Bord des Schiffs hierher gegangen bin, denke ich immer nur an dich, Gracie. Jeden Augenblick. Dein Mut, mich gehen zu lassen. Unser Kind großzuziehen. Ein Jahr, zwei. Wer weiß wie lang. Du bist was Besonderes. Wenn ich so stark wie du sein kann, stehe ich das hier durch. Und es ist wirklich kalt hier. Leb dich, Schatz. Auf dem Berg rauf. Wir haben da eine Schwerlastbahn im Einsatz. Keine Sorge, sie ist stabil genug für Ihren Mech. Sie müssen die Bahn nur mit Ihrer Klaue auf den Weg bringen. Vorgang läuft. Ja, Jim? Salvietti hier. Hör mal, wir haben jetzt die Bestätigung, dass das Bahnsystem Probleme macht. Es muss oben auf dem Gipfel neu gestartet werden. Und du musst auf dem Weg dorthin jede Nebenstation aktivieren. Blöde Arbeit, ich weiß. Einer von diesen Tagen. Schwerlast. Erfolgreich angedockt. Fehlfunktion des Systems. Jim, wir sehen hier, dass eine der Stationen wieder aktiv ist. Du musst die anderen auf dem Weg zur Schüssel mit dem Mech auch wieder aktivieren. In deiner Nähe ist eine Höhle, die zur ersten Nebenstation führt. Viel Glück!